Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Shadow Hearts. Beim letzten Mal sind wir in diese Gefängnisse da untergetaucht. Eingetaucht, eingedrungen, wie auch immer. Und haben Kudelka, die Mutter von Haley, gefunden. Und scheinbar ist Bacon nicht der, der wir dachten, dass er es ist. Seltsam. Danke, dass du gekommen bist, Kommi. Das bedeutet mir sehr viel. Jetzt ist es noch nicht an der Zeit für dich zu sterben. Du! Ich begleite diesen Mann. Ihr geht zum alten Mann in Wales. Und bitte, kümmere dich um meinen Sohn Haley. Also gut, im Tausch gegen diesen Haufen hier gehörst du jetzt mir. Olga, du kannst dann hier aufräumen. Widerspricht doch sofort dem Handel, nicht wahr? Aber naja. Mutter! Ich komme, um dein Leben für Meister Bacon zu holen. Ich werde dir niemals vergeben, was du getan hast. Was mich daran einfach nur stört, ist, dass entweder muss man davon ausgehen, er geht davon aus, dass wir gegen Olga sowieso gewinnen. Oder er hält sich einfach nicht dran. Wie auch immer. Voran. Mehr Arme für das Land. Oh yeah. So, wie ihr wisst, die Technik können wir noch nicht benutzen. Dazu kommen wir dann aber später. Vielleicht sogar in diesem Kampf, je nachdem, ob wir gegen Olga schnell genug gewinnen können oder eben nicht. Schwarz ist doch. In ihrem Fall wäre es jetzt Licht. Das wissen wir ja schon. Meine Güte. Immer dieser Krach da draußen. Furchtbar. Schwarzer Nebel, immer noch die schlimmste Attacke von ihr. Ich meine, sie hat auch nichts Neues dazugelernt. Also ist es derselbe Kampf wie bei den letzten zwei Malen. Wow, das ist irgendwie nervig. Gut, dass wir zu diesem Zeitpunkt eben schon den Bogen gelernt haben. Der Bogen, der hilft. Der hilft ein ganz großes bisschen. Wenn ich jetzt nicht vergiftet worden wäre, beziehungsweise nicht extrem Schaden nehmen würde durch den schwarzen Nebel, hätte ich glatt sogar noch meine Leute geheilt, aber... Nee, Quatsch, was laber ich da? Hätte ich Kommi schon mal die heilige Kante gegeben. Das klingt so, als würde ich mit dem Laufen gehen wollen. Naja, egal. Denn wir wissen ja, das wäre das richtige Element, aber... Vielleicht kommen wir da ja diese Runde zu. Blitz. Jetzt kommt es drauf an, wen sie damit attackiert. Sie attackiert jeden damit. Huh. Ärgerlich. Irgendwie. Aber ich denke, das müsste noch okay sein. Ja, ja doch. Einfache Mathematik bestätigt mir das. Gut, dann die heilige Kante. Wir kämpfen wie die Pros. Wir wissen genau, was wir machen. Es ist erstaunlich. Wirklich einfach nur erstaunlich. Ja, du darfst dabei sein. Haley ist mir in diesem Kampf keine große Hilfe, aber das macht nichts. Oh nein. Nochmal. Der Horror. Entschuldigung. Manchmal mache ich mich gerne über die Gegner. Ja, heilige Kante sorgt nochmal für so einen extra Schub an Stärke. Oh ja. Sie ist am Taumeln. Und dadurch, dass wir den Bogen beherrschen, kommt es auch nicht wirklich dazu, uns wirklich viel Schaden zuzufügen. Ist doch echt toll. Ja, Haley, du darfst angreifen. Ist immer so das Problem, ich weiß nicht so viel mit dem anzufangen. Gut, dass ich noch gerade geheilt habe. Dass sie ja jetzt hier mit dem doppelt so tödlichen Nebel kommen kann. Also im Prinzip doppelt so tödlich wie der Blitz. Das hier, oder noch nicht mal ganz, aber annähernd. Ich labber mich hier wieder in Grund und Boden, furchtbar. Wie war denn diese Woche so? Ja, irgendwie sowas, ne?
Ja, das Ding lebt ja immer noch. Und ja, ich könnte Hayley die heilige Kante auch verpassen, damit der Kampf ein bisschen schneller geht, aber... Pff. Sie kann zumindest was anderes noch dabei. Das wird cool gewesen. Oh ja, das war's. Und diesmal für immer. Denn wir wissen ja, wenn Gegner explodieren, sind sie weg. Keine neuen Techniken für mich, leider. Dispition. Ah, Meister Bacon. Nein. Mutter. Und so endet unser Ausflug in der Nervenheilanstalt. Du bist wach. Du hast seit unserer Rückkehr geschlafen. Du musst sehr erschöpft gewesen sein. Ich bin ja der Einzige, der immer Kopfschmerzen von dieser Stimme kriegt. Ja? Der Tod seiner Mutter war ein großer Schock. Wieso der Tod? What the fuck? Die ist doch nicht tot. Die wurde mitgenommen. Aber der ist doch nicht tot. Ein bisschen melodramatisch hier, oder was? Sorry, aber... So, wenn wir jetzt hier hingehen, gibt es hier Grubenkämpfe. Die machen wir allerdings später. Viel später. Mal wieder. Hayley ist immer noch nicht wieder normal. Seit er wieder da ist, benimmt er sich komisch und spricht kein Wort. Was wohl aus ihm geworden ist? Großer Bruder, Mutter hat es geschafft. Juhu, hurra! Zur Feier des Tages zeige ich euch meine Sonderobjekte. Zuerst einmal das hier. Schaut euch diesen seltsamen Kelch an. Er gehörte einst einem König, der seine Seele an den Tod verkaufte. Dieser Kelch war einst in einer Kirche, aber jetzt gehört er mir. Ihr könnt ihn haben. Yay. Yeah. Ein merkwürdiger Kelch von Joshua. Sie haben den Kelch der Treue erhalten. Ja. Der Kelch ist sehr wichtig für etwas, was ich jetzt kurz mal zeigen werde. Oder vorlesen werde. Der Tod, betrunken von Sehen, erzählte dem Oberherrn, wie man die vier Masken besiegt. Gral bezwingt Gold, Gold den Stab, Stab das Schwert und Schwert den Trunk. Ich schwöre auf den Gral. Dadurch werden die Kämpfe mit den Masken einfacher, wenn wir das in dieser Reihenfolge machen. Das ist dann das, was wir im nächsten Video wahrscheinlich machen werden. Einfach mal die Masken platt. Weil wir können. Wo sind denn die? Nicht, dass sie jetzt irgendwie in der Kneipe abhängen oder... Ah, auf der Brücke, okay. Lass ich nochmal gelten. Auf der Brücke zumindest eher als auf der Kneipe. Auf der Kneipe, ganz klar. Da bist du. Lass uns nach Hause gehen. Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Was ist? Deine Mami ist tot und nun wirst du wieder zum Baby. Warum tot? Was hast du da gerade gesagt? Du verstehst gar nichts. Ich habe meine Mutter verloren und musste es mit ansehen. Sie steckte 3 Jahre lang an diesem gottverlassenen Ort fest. Ich dachte, ich hätte sie endlich gerettet. Nun... Ja, heul doch gleich dein ganzes Leben aus. Das wird deine Mutter freuen. Du Mistkerl. Ich habe keine Lust, Schlappschwänze wie dich zu bemuttern. Vielleicht solltest du herausfinden, warum deine Monster... Gott! Vielleicht solltest du herausfinden, warum deine Mutter diesem Monster hörig ist. Nicht andersrum. Warum diese Monster deiner Mutter hörig sind, das wäre interessant, aber naja. Wäre eine andere Geschichte dann. Dann kannst du entscheiden, was zu tun ist. Hey, wohin gehst du? Ich frage mich, was die Mutter von Hayley... Ich hab's heute nicht mit dem Lesen, ganz ehrlich. Ich frage mich, was die Worte von Hayleys Mutter bedeuten mögen.
Das Ding, das dieser Typ sich Bacon nennt. Dem muss ich nachgehen. Ich will seine Identität enthüllen, koste es, was es wolle. Der Mann, der sich Bacon nennt. Ist das möglich? Vater! Entschuldige, dass du warten musstest. Doyle ist immer noch nicht aus dem Beichtstuhl raus. Und er sagte, er wolle Kardinal Simon treffen. War er noch nicht da? Nein, noch nicht. Vater, wird diese Person wirklich kommen? Ja, er wird auf jeden Fall hier sein. Er ist der Einzige, der Roger Bacon besiegen kann. Hallo. Was? Ihr? Schön, euch zu treffen. Ich bin Roger Bacon. Prepare to die. Hey, was ist los, Una? Hä? Hallo, Erdan Zuna. Ist jemand zu Hause da oben? Ich kehre nach Rouen zurück, Kommi. Da gibt es etwas, das ich unbedingt überprüfen muss. Hä? Jetzt gleich? Ich komme mit. Nein, diesmal werde ich allein gehen. Ich weiß, das scheint egoistisch. Aber lass mich bitte gehen. Ich will aber nicht. Bogenheilung? Was? Du hast sie ganz alleine gehen lassen? Was hätte ich tun sollen? Kaum zu glauben, wie dickköpfig sie sein kann. Sie hat gesagt, dass sie bald wieder zurück ist. Ich denke, wir sollten einfach auf sie warten. Es ist sehr untypisch für dieses Mädchen, etwas zu überstürzen. Ladida. Aber warum sollte sie jetzt nach Rouen gehen? Was könnte der Grund sein? Wer weiß. Wir können nur beten, dass sie heil zurückkommt. Ja, und deswegen hätte ich sie nicht alleine gehen lassen. Weil wir scheinbar nur beten. Funktioniert eh nicht. Komm, es tut mir leid, was ich gesagt habe. Ich habe gehört, was mit deinen Eltern passiert ist. Meine Eltern? Wo hast du das gehört? Von Chu Chen. Ach, jetzt wird der Alte plötzlich sensibel. Wie kann er nur? Vorsicht, Heidi. Wenn Leute ihre Lebensende entgegensehen, werden sie geschwätzig und weinerlich. Ich finde, alte Knacker sollten einfach. Kommi, du hast mir wegen der Sache mit deiner Mutter geholfen, oder? Na und, ich sag einfach, alte sollten. Sobald Zuna zurückkommt, werdet ihr wieder irgendwo anders hingehen, oder? Hä? Ja. Ich werde diesen alten Mann aus Wales finden, von dem deine Mutter geredet hat. Ich möchte mitkommen. Haley. Bitte! Nicht wegen deiner Mutter. Für mich selbst. Genau wie deine Mutter alles tat, was in ihrer Macht stand, möchte ich jetzt tun, was ich kann. Bitte? Ich darf doch mitkommen, oder? Okay, schon gut. Wir gehen gemeinsam. Ich will nicht nach Rouen. Ah, okay, ich bin mit Zuna unterwegs. Ich erkläre alles. So. Selbst wenn da keine Monster rumrennen, ich fühle mich wohler, wenn meine HP oben sind. Hui! Oh nein. Ihr Mann beachtet sie nicht mehr. Schock, schwere Not. Hallo Lady, ganz alleine heute, ja? Die Kirche versiegelt und bin ich nicht beim letzten Mal hier vorne reingekommen noch? Wer schließt sie bitte schön immer zu, wenn ich weg bin? Wow. Also ist meine Nase zu groß oder meinst du, sie ist cool? Ist es zu dunkel, um etwas zu sehen? Ist das gut oder schlecht? Mitglied Nummer 6, ja. Nummer 5 haben wir auch schon mal gehabt, meine ich. Klar, ich spiele. Ein Beschleuniger. Treffen wir den Beschleuniger? Könnte klappen. Sieht gut aus. Also ist das hier Preis? Beschleuniger erhalten. Und der Beschleuniger, ich glaube,
ja, vervielfacht den Schutzschilderstand. Ist jedoch zu nichts anderem nutze, ideal für Gadget-Liebhaber. Ich meine, man muss beides gleichzeitig drin haben. Kann auch gelogen sein, aber habe ich gerade so in Erinnerung. Aber selbst wenn nicht. Verschlossen, aber der Schloss ist kaputt und sollte leicht zu öffnen sein. Ah, oh Mann. Schon wieder. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ja. Zweite Mal, dass wir in einer Kirche einbrechen. Bringt das irgendwie Unglück oder so? Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir aber gut vorstellen. Ein herrlicher alter Altar. An jedem Tag habe ich hier alleine gebetet und die Kirche dann durch den Hinterausgang verlassen. Nein. Mein Vater wollte Pater Doyle aufsuchen, der im Beichtstuhl war. Ich frage mich, was Pater Doyle hier gemacht hat. Warum ist er nicht mit uns gekommen, um den Kardinal zu treffen? Vielleicht wollte er Kardinal Simon nicht treffen. Kardinal Simon? Simon? Aha. Okay. Drehring 3. Hinter dem Regal ist ein Hohlraum, ein Versteck für Pater Doyles Dokumente. Ich habe eine scheußliche Tat begangen. Ich habe meinen besten Freund Elliot und seine Tochter den Dämonen ausgeliefert, um mich selbst zu retten. Von dieser Sünde kann ich mich nie mehr rein werden, ganz gleich wie lange ich im Fegefeuer schmachte. Ich kann nur einsam meine Sünden jeden Tag vor Gott bekennen. Doch ich weiß, wer Roger Bacon wirklich ist. Wie lange wird er mich in Ruhe lassen? Ich werde der Nächste sein. Der Nächste! Zwischen den Blättern befindet sich ein Foto. Da. Nennt der Aufnahme eigentlich. Erweckungsversammlung 1888 mit Pater Hans Doyle und Kardinal Albert Simon? Wir haben ihn in jener Nacht getroffen. Kardinal Albert Simon! Okay, das muss ich mal berichten. Hi. Du bist uns wohl auf die Schliche gekommen. Yay! Doch kein Bosskampf! Whoopie! Keine Panik, Schwester Suna. Ich werde dir nichts tun. Ich möchte mich nur etwas mit dir unterhalten. So freundlich wie beim letzten Mal, oder was? Wo du mir dann Bifronzen auf den Hals gehetzt hast, oder wie... Meine Güte. Oh, wirklich? Roger Bacon? Oder sollte ich sie lieber Kardinal Albert Simon nennen? Stimmt, das ist mein richtiger Name. Du kannst mich aber nennen, wie du willst. Pater Doyle wusste von Anfang an über ihr geheimes Bescheid, nicht wahr? Dieser Kardinal Simon und der schwarze Hexenmeister Roger Bacon waren ein und dieselbe Person. Darum haben sie Olga benutzt, um ihre wahre Identität zu verbergen und meinen Vater zu töten. Stimmt, genau. Weißt du, ich habe einfach deine Kräfte gebraucht. Ein Mensch mit deinen Kräften wird nur etwa alle 100 Jahre geboren. Aber jetzt habe ich einen anderen Schlüssel. Sie meinen Kudelka. Ich beginne bald mit den letzten Vorbereitungen. Mit ihrer Hilfe. Und es wäre mir lieber, wenn uns nichts im Weg stünde. Weder du, noch deine Freunde. Keine Chance. Nicht, solange sie nicht mit ihrem gottlosen Treiben aufhören. Er beschwört einen Gott, das würde ich nicht gottlos nennen. Das würde ich von mir aus ketzerisch nennen, aber nicht gottlos. Aber warum benutzen sie so hartnäckig verbotene Magie? Warum wollen sie die Welt zerstören? Suna, glaubst du wirklich, dass die Dinge auf dieser Welt laufen, wie sie sollen? Hä? Wahrer Frieden ist unmöglich. In der oberflächlichen Ruhe unseres Lebens existiert nur eine Illusion von Frieden. In Wahrheit werden täglich das Blut und die Tränen der Armen von einer Handvoll elitärer Mächtiger geopfert. Egal wie weit sich Wissenschaft und Technik entwickeln, die Unterdrückung wird nie enden. Wir sind eben nur Menschen. Jedes Mal, wenn der Ruf nach Revolution in die Tat umgesetzt wird, stoßen die Anstifter auf den vollen Widerstand der Elite, die vor nichts zurückschreckt, um an der Macht zu bleiben. Ja, das ist Geschichte in der Kurzform. Aber dann, warum tun sie das dann?
mein Motiv ist. Rache. Rache? Ja, Rache. Rache für die Toten, die ihre Seelen verloren haben. Wird ein längerer Part, aber das möchte ich jetzt abgehandelt haben hier. Ich bin froh, dass wir heute miteinander reden konnten. Danke, Schwester. Leider werden wir uns das nächste Mal als Feinde gegenüberstehen. Grüß bitte die anderen. Als dann. War ja klar. Albert Simon. Wäre ja auch seltsam gewesen, wenn er sich nicht teleportiert hätte, nicht wahr? Ich habe auch teleportiert. Das glaube ich nicht. Du meinst, Bacon war derjenige, den wir gesucht haben. Cardinal Simon. So, er sagt also, er beginnt mit den letzten Vorbereitungen, ja? Ja, bitte. Danke. Wenn er es ernst meint, dürfen wir keine Zeit verlieren. Sitzen meine Haare richtig. Entschuldigung. Wir machen uns besser auch nach Waits auf. Ich frage mich, was uns dort wohl erwarten mag. Waits, ja? Was ist los? Meine Mutter hat mir von etwas berichtet, das in Waits vorgefallen ist. Ein Wissenschaftler hat dort ein Kloster gekauft und versucht, Tote wieder zum Leben zu erwecken. Ich habe gehört, dass sich die Monster in Toten in schreckliche Monster verwendet haben. Ich will unbedingt Monster einbringen, sofort! Was zu Monster? Gehen wie das Monster? Nein, genau wie das Waisenhaus. Vielleicht besteht eine Verbindung zu Cardinal Simon. Nun, das heißt wohl, dass wir uns nach Waits aufmachen. Chuchen, Level 29. Ja, Chuchen. So, beim nächsten Mal, Leute. Der Fluch der Masken. Bis dahin würde ich immer sagen, auf Wiedersehen und tschüss.